Herzlich willkommen zu einem neuen Werkstatt-Alltagsvideo aus der Halle 77. Video fängt ganz anders an, wie es eigentlich geplant war. Eigentlich wollte ich morgen erst beginnen. Bevor ich euch aber die Tour aus Bockhorn zeige, weil wir waren ja in Bockhorn, das kommt in dem Video natürlich auch vor, haben wir gerade Besuch von der Ostsee. Und zwar der Flo ist hier. Und ich wollte dieses Auto, wollte ich euch nicht vorenthalten, habe ich mir überlegt. Da ist der Flo. Hallo. Flo hat sein R8 mitgebracht. Das ist übrigens der erste R8, den wir hier auf dem Prüfstand haben. Flo, was hast du, mach mal kurze Erklärung, was du da Schickes gebaut hast. Einen schicken Sauger, da habe ich so ein bisschen Luft mit reingemacht. Also Zusatzluft. Ja. Da ist ja der V8 drin. Du hast den Serie mal gemessen, ne, mit als Sauger noch. Ja, zuerst, wo ich ihn hatte, 420 PS. Dann habe ich Drosselklappengröße raufgemacht, Ansaugen ein bisschen umgebaut. Tolli hat die Software gemacht und dann hatte ich 455. Hatte der auch wirklich seine 420 Workspace? Hatte der Motor? Nee, da war auch schon ein Chip drauf. Ah, weil normalerweise sind die müde, sag ich mal vorsichtig. Ja, ja. 100, 200 Zeiten, gibt's da was? Bist du denn mal mit Serie gefahren? Nee, da, wo ich ihn bekommen habe, hat er eine 9.2 gemacht, mit Allrad ausgebaut. Ah. Und ja gut, da ist es immer noch ein bisschen schneller. Und wo wir den Sauger gemacht haben, das Tuning, bin ich eine 8.7 gefahren mit Allrad drin. Boah, das ist schon geil. Und jetzt hast du auf Turbo umgebaut und du bewegst dich noch im Low-Boost-Bereich, genau. Ne? Ja, jetzt fährt er 6,5, 102. 6,5 Sekunden schon in Low-Boost? Ja. Krass. Übrigens seltenes Modell, oder was heißt selten, als 6-Gang-Handschalter. Ich habe gerade schon gesagt, so ein Auto finde ich auch geil, aber ich dicke Pommes passt da ja gar nicht so richtig gut rein, obwohl es geht gerade. Und jetzt haben wir das Ganze mal festgeschnallt. Du sagst, über 500 Pferde sollten auf jeden Fall drin sein jetzt, ne? Müssten jetzt, kommt drauf an, wie warm es jetzt ist, ne? Hier im Raum haben wir 30 Grad genau. Gerade du warst in Frankreich, ne? Genau. Und da gab es 98 Oktan vor der französischen Tankstelle. Genau. Und da sieht man, dass er ordentlich Zündung ausregelt. Aber ich finde trotzdem 500 PS, was haben wir da, wie viele Newtonmeter? 574 Newtonmeter. Oder 47. Ey, das ist mir als heftig. Das war so klar. Flo gibt sich damit nicht zufrieden. Er hat gehört, dass wir noch 102 hier haben. Dein Ziel ist auf jeden Fall, über 500 PS hier nach Hause zu fahren, ne? Müssten wir ja. Und wenn wir jetzt noch weiter runterkühlen, sollte auch mehr kommen. Ne? Also ich habe auch erfahren, wie einfach das ist, also in Anführungsstrichen einfach ein Turbo nachzurüsten. Die Turbos sitzen hinter dem Cut. Und das Geile ist, wenn ihr von oben guckt, seht ihr, also im ersten Moment gar nichts. Die Silikonschläuche würden es vielleicht ein bisschen verraten. Und irgendwo hinten sehe ich die Abgänge vom Wastegate, glaube ich. Da hinten sehe ich sie. Also Schubumluft. Willst du noch mehr Sprit haben? Ja, ne? Ja. Der arme Jan. Muss ja noch nach Hause kommen. Das war teuer hier. Der ist 108 gelaufen, ey. Ja, 8000 jetzt als Turbo. Noch keine Probleme gehabt mit Serienmotor? Nur zu wenig Leistung. Wir hatten ja früher mal gefragt, Siri, was heißt zu wenig Ladedruck, ne? Ja. Mhm. Ja gut, der macht ja gar nichts, der macht ja auch nicht mal Atmosphäre, ne? Bei 0,3. Ja, das ist schwach, 0,3 Überdruck ist. Wo denkst du, was kann der Originalmotor ab? Viele sagen immer so, 700 soll Ende sein. Auch mit Original Verdichtung, der ist ja hier, ich glaube, 12,4 oder so verdichtet. Also mit 0,6 ist das schon gut. Aber dann hat zwei, dreimal funktioniert und dann hat die Kupplung gesagt, nee, nicht mehr. Dann ging die Drehzahl deutlich schneller hoch, als was er beschleunigt. Du hast auch keine neue Kupplung einfach, sondern nee, so wieder 100.000 gelaufen. Boah, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Da ist Serie, eine zwei Scheiben mit Sinteranteilen. Aber du hast auch schon gesagt, man kann beobachten, dass diese R8 jetzt wieder preismäßig da oben geben. Die waren mal auf so einem Tiefpunkt, so um die. Ich habe auch mal, boah, ich spiele aber auch schon 6 Jahre, ja, wo ich mal geguckt habe. Da gab es so um die 40. Mhm. Aber die waren auch ziemlich geritten als Automatik. Ja, 65 jetzt so Handschalter, wenn er haben. Selbst die Electronics, glaube ich, 45. Da kommt noch mehr Frisches. Willst du das auf dein Dach stellen? Sind 30 Liter. Wo stellen wir drauf? Von ihnen gibt es eigentlich nicht viel zu sehen, ne? Drehzahlmesser, der bis 8,2 dreht. Ja, die Zeit zeigt ja nichts an.
Ja. Aber Abgaszeit was anderes. Aber Lade hoch bei 0,3 ist keiner zu Hause. So, Versuch Nummer 2 getankt ist. Wir haben jetzt ein bisschen runterkühlen lassen und hoffen, dass das jetzt alles hier klappt. Jetzt haben wir 505 PS und Drehmoment hat sich nicht groß verändert. Aber ich glaube, bei 30 Grad weniger Ansaugluft bist du schnell bei den 350 PS. 550 PS. Das ist ja nur VH. So ist interessant. Leistendiagramm habt ihr gesehen, aber du willst doch mal rangehen, ne? Ja, ja. Jetzt kriegen wir eine Kupplung, die ein bisschen mehr kann. Und dann, jo. 06, 07 willst du dran wagen. Ja, vielleicht sehen wir das ja irgendwann mal wieder hier am Prüfstand. Aber danke dir, dass wir das mal messen konnten. War auf jeden Fall mal sehr interessant. Und jetzt geht es wieder um üblich. Nee, falsch. Jetzt geht es weiter nach Bockhorn, was wir da gemacht haben. Viel Spaß. Wir befinden uns auf der Aral-Tankstelle in Dortmund. Aber nur noch einen kurzen Moment. Wir haben jetzt alle vollgetankt und befinden uns jetzt gleich auf dem direkten Weg nach Bockhorn zum Oldtimer-Markt. Ja, vor mir sind Nadine und Julian. Wir haben hier Patrick und Mike, der jetzt gerade noch dazukommt und einsteigt, gerade noch was zu trinken gekauft hat. Mathis ist dabei und Marco fährt auch mit Urquadro. Da hinten an der Zapfsäule stehen noch Giuliano und Donato, genau. Und wie es aussieht, schiebt sich Marco jetzt nach vorne. Das heißt, wir fahren los und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mitgedacht und mitgesungen. Ja, ich brauche heute nicht mehr rudern. Das hat der Sven für mich übernommen. Herzlich willkommen in Bockhorn. Wir sind nämlich jetzt angekommen. Wir sind hier auf dem Parkplatz. Ich glaube, hier habe ich gerade gesehen, beginnt eine Oldtimer Rallye. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin für meinen Fall jetzt schon überfordert, weil so viele Autos, wie wir jetzt nur auf dem Parkplatz gesehen haben, ist schon einfach krass. Was sagst du, Nadine? Wow. Wirklich, ich glaube, wow. Hier werden wir viele schöne Oldtimer sehen. Speicheltropfen verlieren. Guck mal. Das erste Auto, was ich direkt sehe, krass. Erinnert mich an unseren roten. Das ist übrigens genau der gleiche. Ja, aber ich finde, also mit der Treppe finde ich ja sehr, sehr schön. Katzentreppe. Ja, ich finde das, find das toll. Ich finde, wenn ich mit unserem mit 5,5er Felgen sehe, finde ich, denke ich, wir haben unseren ja tiefer gelegt. Freue mich drauf, wenn wir den fertig machen. Ich gebe jetzt mal die Kamera aus der Hand. Hier, einer, wer nachher mal Lust hat, kann ja mal was zeigen. Sackverein. Was heißt Sackverein? Hier ist Sackhüpfen. Sackverein. Beim Sackhüpfen kann ich noch mitmachen. Beim Taue werfen wir nicht raus. Raffi schon gesehen? Ja? Hast du Raffi schon gesehen? Ach, war der auch? Das ist klar, keine Ahnung, was das ist. Kommt vor, gerade wie bei der Weihnachtsfeier hier. Ja, passt. Schmeckt's euch? Ja, lecker. Ja, auf jeden Fall. Was ist euer erster Eindruck so? Reizüberflutung. Ja, auf jeden Fall. Aber mega gut. Boah, Donato. Donato, was ist dein erster Eindruck? Ah, wenn ihr euch fragt, wozu Donato gehört, der hat einen schönen Golf 2. Ihr habt das schon öfter mal in der Story gesehen mit Doppelvergaser. Der sich eine Klatsche abholt, um einen sehen. Das Thema haben wir auch schon oft gehabt, ne? Ja, das müssen wir jetzt machen. Ne? Also viele von euch fragen erstmal, was ist mit einer Mofa-Tour? Die müssen wir natürlich auch noch machen. Und dann gibt es das zweite Flugplatzrennen-Geschichte, ne? Auf jeden Fall, das wird jetzt kommen. Und Giuliano möchte mit seinem XE antreten. Ne? Sogar als Ölverbrenner noch. Ich gehe da nicht dran. Welches Auto muss ich nehmen? Alpha 75 Turbo. Oh, da wird direkt wieder. Hält der durch? Der hält. Dann müssen wir nochmal am Ladedruck, um den XE wegzuputzen. Donato kommt mit Doppelweber. Donato, was willst du gegen den XE antreten? Ich trete nicht gegen den an, ich vernichte den. Aus Überzeugung gesprochen. Ja, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Päuschen und ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal rum. Ich werde hier gerade aufgezogen, das muss ich euch zeigen. Aber wer kennt von euch, was das ist? Nadine, wofür ist das? Das ist für dich fürs Baumhaus. Du musst aber auch Probe testen. Hier vor Ort. Also eins, was man hier alles sieht, ist einfach krass, wirklich krass. Auf jeden Fall, Reizüberflutung. Man sieht, ich habe gerade schon zu Julian gesagt, man sieht nur bunt
und das Auge muss erstmal sortieren, was siehst du gerade? Ich finde es viel schlimmer, ich würde am liebsten alles mitnehmen. Da vorne habt ihr gerade Lenkräder gesehen, du willst das alles irgendwie mitnehmen, sagen, vielleicht kannst du das mal selbst gebrauchen. Die Golf 1 Tür hast du schon überlegt. Ja, aber ich habe keinen viertrigen Golf 1. Wäre es ein Zweitür gewesen, hätten wir die Tür vielleicht mitgenommen, ne? Ja, ja. Reserve? Bravo. Wer hat dich denn hier abgesetzt? Ja. Ich? Der Arme, der geht doch kaputt in der Sonne. Was für eine Sonne? Wollt ihr im Schatten? Kommt rum im Schatten, wenn ihr wollt. Ja, das geht doch nicht. Schon seit gestern. Geil. Dann sitzt der einfach hier auf Stickum einfach rum. Ich mach Urlaub. Aber ist für mich auch wie Urlaub hier gerade. Ich hab nichts davon, da ist nichts von mir. Ich bin nur so als Beifahrer. Ganz da ruhig. Ich bin als Beifahrer, ich entspann mich mal. Ja. Das war eigentlich alles. Geil. Aber so überlegen. 180 kann ich machen. Aber irgendwann ist schon mal weg. Aber das ist auch wirklich dann Schmerzgrenze. Und wenn es richtig weh tut? Das lasse ich gar nicht erst zu. Wir haben Schmerzen mit. Ja, je länger wir jetzt schnacken, umso teurer wird er nur. Das kenne ich. Kommst du? Kommen höchstens 5 Euro noch dazu. Geht jetzt 170 oder mit, glaube ich. 180, 170, ich sage 175. Hat er gesagt? Nee, kann ich nicht machen. 180 brauche ich. Weil das zweite Schild, was ich heute verkauft habe, habe ich 205 gekriegt. Komm her, wir machen das. 180. Ich wollte gerade sagen, was machen wir jetzt? Wollen wir das hier jetzt irgendwie ganzen Jahr? Fragt doch, ob du es gelassen kannst. Ja, was ist das, Sven? Was ist das? Was ist das? Was ist das, Mais? Was ist das? Oh! Zugenommen, Matze! 50. Hat er meine Tasche? Hat er mein Handy? 20. Ich mach alles. Du musst soll ich voll machen? Mach voll. Braucht ihr nicht beigehen, dann machen wir alleine voll. Ach du Scheiße, das kann nicht sein. Ja, doch, den kaputt machen. Hör mal, die wollte ich gar nicht verkaufen, weil die immer weniger anzeigt als meine zu Hause. Das kann nicht sein. Die ist nicht gut mit mir. M-Coins, es kommt. Die irgendwann aufkriegt? Ja. Kommst du mit 50 Euro zurecht? 55. Dann mitnehmen. Wenn wir das Lenkrad und den Spoiler. 55 und. Oh, sei lieb! 170. Wir machen uns mal Gedanken zu. Wir laufen hier nochmal hier rum. Mike, guck mal, Lamborghini. Lambo. Die 1 oder? Nee, mal gucken, was da drin ist. Ja, hab ich gesehen. Alle 77. Alleine bin ich kein 116er Fan. Lauf dir einfach dran vorbei. Einfach. Der schöne Alfa 75. Die Italiener haben überhaupt keinen Respekt vor euren italienischen Autos. Davon habt ihr immer einen Satz da, komplett. Ich habe alles bei mir. Was kostet ein 15, was kostet ein 16 Zoll Satz? Die 16 Zoll, leider habe ich nur 2 Deckel. Und die 15 Zoll ist komplett mit allen Deckeln. Auch, aber muss sauber gemacht werden. Das sind 300. Du willst, die 300 sind die hier, ne? Das sind die für 300, genau. Okay. Auf welchen Benz kann man den 15 Zoll packen? Zum Beispiel 123er. Okay. Den Diesel zum Beispiel. Auf welchem Auto, weißt du, sind die drauf? Auf alte S-Klasse? Mercedes. Ja. Gut. Generell, die finde ich auch schön. Ich finde die auch schön. Ja, dann kommt mal alle drauf. Nein! Giuliano? Dann hast du das Problem mit dem Deckel. Giuliano, geh zu deinem Motorrad. Das war nicht das Problem mit dem Deckel. Kannst du untereinander schieben. Würdest du einen guten Preis machen, wenn ich alle drei Sitze nehme? Alle drei Sitze? Zusammen? Ja. Ein Tauschler. Der habe ich auch 4. Ja. Der habe ich 4. Der habe ich 4. Diese Stern ist drauf. Die andere Filterstern. Aber da ist ein Felge dabei. Da sitzt ein neuer Stern. Rein, 4 Stück. Für alle drei hätte ich 800 genommen. Nein, 1000 will ich haben. Dann weißt du auch, sie sind billig. Ich laufe mal eine Runde durch die Gänge. Da ich wollte gerade sagen, wieso trefft ihr nicht in der Mitte? Ja, wir laufen. Wir laufen. Du bist da, setz dich wieder hin. Da, setz dich. 423er, die Tachoeinheit, was soll die kosten? 120. Kommst du mit 100 Euro zurecht? Das war so mein Budget-Maximum. Leider noch was bei deinen Kumpels. 110. Ja, guck. Und der Spiegel? Der rechte komplett 120. Also Tacho-Einheit 110. Ja. Ja, guck. Alles klar. Da ist sogar auch ein Drehzahlmesser. Ne? Okay, das ist sogar ein Diesel-Drehzahlmesser. Krass. Und gibt Spiegel rechts? Kostet? Keine Ahnung, oder? Mal fragen. Alles 15. 15? Danke. Ganz einfach, ganz einfach. Danke. Ciao. Ah, die ganze Truppe, jetzt tauchen sie alle auf. Oh, Junge, die Stimme kenne ich. Die Stimme kenne ich.
Kommt rein, wir haben nichts zu trinken. Sonst fällt der links heraus. Mein Schatz. Hier, Marco hat was gefunden. Ja, und ich habe mir von Patrick 2 Euro geliehen. 2 Euro geliehen. Hat er vielleicht geschenkt. Ich würde das gerne in so ein Audi 50 legen. Ja, das ist hübsch. So wie es original ist. Vielleicht finde ich ja noch eins, weil hier steht jedes Bild 1 Euro. Komm, sollen wir eine Ente mitnehmen? Das haben wir als dann als Ansporn? Nächstes. Ja. Ja, mach mal, das ist okay. Oh, auch, aua. Patrick, das sind deine 2 Euro. Würdest du bezahlen? Nicht jemals zahlen. Bist du zufrieden mit deinem Schnäppchen? Ja, ich freue mich über den. Oh, 5 Turbo. Turbo. Oh, das hätten wir. Das hätten wir vielleicht. Wollte ich gerade sagen, haben wir doch, oder? Ja, so einen haben wir. Ja, ja. Verdammt. Patrick, hast du noch einen Euro? Nö. Ich habe aber einen Euro bekommen. Jetzt gebe ich auch was. Wer hat einen Euro für den 505? Da ist der nächste Euro. Wer hat denn jetzt? Mattes, das ist Mattes. Ja, 505 Turbo. Ja. Marco, wer klettert denn im Museum? Na du, du bist die beste Kletterin. Das ist geil. Das ist echt geil. Natürlich mal zu den Autos liegen. Ich hab's gesehen. Da ist jemand ganz aufgeregt. Giuliano, glücklich? Ah ja. Jetzt bin ich auch so ein bisschen relaxed. Also ich wollte sie die ganze Zeit haben. Ich habe die ja gestern schon gesehen. Und da ist mir direkt so, boah, ich muss die haben. Und da habe ich mir die Nummer abfotografiert, habe abends geschrieben, ist das Moped noch da. Und dann kam heute Morgen, ja, ist noch da. Und dann war ich heute Morgen da, dann wurde sich einig geworden, jetzt sind wir uns einig geworden. Na guck. Und er hat uns versprochen, dass er mit uns Moped fährt. Aber ich finde, da sind wir relativ leer ausgegangen, ne? Wir haben schon ein paar schöne Sachen gekriegt. Kein Auto, kein Moped. Wilde Teile nicht, meinst du, ne? Du, ein bisschen traurig bist du mit dem Lenkrad. Wir haben ein richtig geiles Ford RS-Lenkrad gesehen. Ich glaube, erste Serie MK1, sehr geschüsselt. Mit dem Hubenknopf mit RS. Ich glaube, es kann MK1. Wichtig war die Narbe. Ja, die Narbe war dabei für den MK1. Ja, nächsten Tag wollen wir es heute holen. Es ist weg und verkauft. So ist das manchmal. Aber was willst du machen? Manchmal spart man, man denkt sich, hätte man es mal direkt gekauft. Lenkrad habe ich ja, ich brauche die Narbe. So ist das. Vielleicht finden wir in einem Jahr ist noch. Noch sind wir ja nicht zu Hause. Ja, Julian, auf dem Weg zum Auto, was ist hier? Boah, guckt euch mal diese Autos an hier. Also eigentlich Sünde, dass wir nicht hier hingegangen sind und uns alle Autos genau angeguckt haben. Oh, guck mal, der hier. Zu verkaufen. Guck mal hier, auch geil. Ich weiß auch gar nicht, wo wir geparkt haben. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg, auf dem Rückweg. Wir haben uns verlaufen. Dadurch, dass hier so viel Parkplatz Probleme waren. Also ich würde sagen, es ist super gut organisiert. Allerdings ist das so, man kann sich, weil man ja auch hinterher ja, so ein Reißverschlussverfahren macht, trennt man sich automatisch. Dadurch hat der Patrick zum Beispiel jetzt da hinten geparkt. Wir haben jetzt irgendwo hier geparkt. Und der Marco hat ganz da hinten geparkt. Also, ja. Und ach ja, und der Sven auch, andere Straßenseite. Das heißt, wir müssen jetzt alle vier, ja, jeder muss zu seinem Auto gehen. Und dann fahren wir alle zum Hotel und treffen uns einfach am Hotel wieder. Ja, der letzte Tag an der Nordsee. Der Marco ist mit ein paar Leuten jetzt im Fischmuseum in so einem. Ja, es ist kein Fischmuseum, im Aquarium. Im Aquarium sind sie und schauen sich das Ganze so ein bisschen an. Der traurige Rest hier, der Mattis, der Patrick und ich sitzen hier ein bisschen am Strand, gucken uns das Ganze an. Ich glaube, man sieht's, wir haben eine ganze Menge Sonne abgekriegt, haben viel gesehen auf dem Oldtimer-Markt, viel erlebt, viele von euch getroffen. War auf jeden Fall wirklich cool. Und jetzt lassen wir das Ganze so ein bisschen ausklingen und machen uns dann nachher auf den Rückweg. War auf jeden Fall ein geiler Trip bis hierhin. Ja, jetzt habt ihr gerade den Ausschnitt aus Bockhorn gesehen und ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie wir den Tag. Ich glaube, Mike hatte den Tag sogar einen Sonnenstich, ne? Mehr oder weniger. Das war echt schlimm. Der Mike hat übrigens das ganze B-Roll und alles so mitgefilmt und den ganzen Tag hat uns die Sonne auf den Kopf geballert, ne? Oh ja. Aber wir haben jetzt gerade einen historischen Moment hier, ne? Oh ja. Aber wirklich? Eigentlich musst du es aufmachen, weil du bist der absolute Paketaufmacher. Du füllst davon ganze Streams. Aber das könnte die echt sein, ne? Ich mal erstmal dran. Ihr wart live nah dabei. Komm hier. Ich gebe dir auch. Brauchst du dieses Messer? Vorsicht, ja. Vorsicht, die ist scharf. Sagst du mir auch mal, wenn du den Apfel nimmst. Ja, Leute, was ist wohl in dem Paket? Jetzt in die Kommentare schreiben, was ist in diesem Paket, was für uns legendär sein könnte. Das ist für uns wirklich. Wir haben es schon fast nicht mehr geglaubt irgendwann, aber dann gab es das doch. Denkst du, Sie sind einer der Ersten, der das jetzt hier bei uns hat? Ja. Ja. Oh, eindeutig. Kann man es nennen. Ich hoffe, das sind nicht die USB-Sticks. Oh, ja. Ist es drin? Ja, es ist drin.
Ja komm, jetzt packen wir auch aus. Jetzt sind wir auch alle neugierig. Boah, krass. Wir haben neue Werkstattkameras quasi. Das ist keine Werkstattkamera. Nicht? Das ist hier meine neue Ruderkamera. Ich habe immer gefragt, ob wir nicht eine kompaktere Kamera haben, die so für Werkstattalltag oder für andere Perspektiven gut sind. Und diese Kamera ist jetzt ganz neu rausgekommen, ne? Ja, ja. Richtig frisch. Seit wann gibt es die offiziell? Wir haben den 20., die kam am 15., glaube ich. Eine Woche gibt sie vielleicht, ja. Und die soll diese Kamera, wo wir jetzt gerade mit filmen, nicht ersetzen, sondern erweitern, weil ich glaube, die ist ein bisschen kompakter und kann sich bewegen und lässt sich bewegen wie ein Handy, so wie ich quasi meine Instagram-Stories mache. Ja, es gibt ein paar Nachteile, aber vielleicht unter anderem, also unterm Strich lohnt sich das für uns, weil Bildstabilisator ist uns wichtig. Also das ist, wenn du so viel rumwackelst, dass das nicht so wild aussieht. Dann ist der Sensor größer und eventuell 4K. Das wäre krass, dass der Unterschied zwischen der großen Kamera und der kleinen Kamera, die du in der Hand hast, nicht so groß ist, weißt du? Ja. Mal Vergleich. Oh. Ja, das ist schon krass. Aber schiebt man die jetzt auf? Ah, das ist das Kontrolldisplay? Mhm. Ja. Dann kann ich die. Oh, das aber. Da, also das muss ich ja mal. Ich gebe euch mal eine Kamera. Das ist vielleicht ganz anders, ne? Oh, das. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Hey, hallo Leute. Und dann kannst du Sachen zeigen und ich kann es hinten auf dem Kontrolldisplay zeigen. Ja, oder du klappst es halt hier. Oder auch. Wir machen es so, so sehe ich selber, was ich quasi filme. Aber weißt du was, ich glaube, ich bin mal auf den Ton gespannt. Könnte ähnlich sein. Und gleich vorweg, auf die Kamera haben wir lange gewartet, das haben wir uns ganz normal gekauft. Das ist also keine Vorführung dieser Kamera. Wir wissen selbst nicht, was es ist, nur wir haben, ich habe oft gefragt, was das wohl für eine, ob es nicht was Kleineres gibt. Und der sieht echt nice aus. Mhm. Nice. Vielleicht schicken wir es zurück, wenn es nicht überzeugt. Ne? Ja. Also von der Optik her, oh, guck mal, hier oben ist das Mikrofon. Ja, also hier seht ihr, das Mikrofon scheint oben zu sein. Mhm. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie die Bildqualität auch ist. Weil 4K ist ja schon im Vergleich jetzt zu 1080. Wie? Die kann 4K? Ja. Die kann das nicht? Nein. Nein. Was aber schon mal ein Nachteil ist, wir haben keine austauschbaren Akkus. Ne? Oh, das wird auf keinen Fall eine Zeitrafferkamera. Das ist auf jeden Fall das Paket, wo wir uns jetzt echt sehr darüber gefreut haben, würde ich sagen. Ne? Oh, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das erste Mal die Kamera, bis ihr das Bild seht. Vielleicht werden wir das mal kurz einblenden, dass wir dann vielleicht die neue Kamera benutzen. Oder also vielleicht auch einfach theoretisch nicht. Könnten wir ja jetzt auch wechseln, wenn wir die kurz einrichten. Dann könnte man das direkt mal testen. Oh ja. Ja, wir wechseln. Okay, ab jetzt, wir richten die im Fix ein, Akkuladen etc., geht der Werkstattalltag mit dieser Kamera weiter. Also direkt mal ein Feedback geben, wie es Bild und Ton ist. Es ist komisch, das hält sich wie so ein Handy. Also ich glaube, ob ich mir da eine Halterung für baue, weiß ich noch nicht. Audi Cabrio, wisst ihr noch gar nicht. Ist wieder hier, habe ich getauscht mit dem Audi S2. Jetzt stehen zwei S2s in der Garage nebeneinander. Hat sich kurz mit dem Gedanken gespielt, habe ich in der Insta-Story gesagt, ob ich den nicht verkaufen würde. Vielleicht doch nicht, aber andersrum, er stand halt nur in der Garage. Leistung war natürlich auch schon auf dem Prüfstand. Ja, hat man eben 500 PS gedrückt, 575 Newtonmeter. Ja, hier haben wir unser W202-Projekt. Eigentlich ein sehr, sehr geiles Projekt. Aber im Vergleich zu dem S123-Projekt ist es auf jeden Fall aufwertiger. Ein Video ist auf jeden Fall schon fertig. Das zweite Video ist kurz vor Ende, kann man sagen, ne? Wir haben nämlich echt große Probleme und da können wir, das ist vielleicht sogar ein guter Tipp für uns, auf dem Boden seht ihr Zusatzwasserkühler. Und unser Problem ist, wir wollen unseren Kompressormotor, den Kühlkreislauf und den Kompressorkühlung, also der Wasserkühler oder was auch immer, wie weiß der Teufel, wie der Kompressor hier gekühlt wird, separat machen. Genau. Also wir wollen das nicht im Kühlkreislauf einbinden, sondern in den separaten Kühlkreislauf machen, weil Wassertemperatur 90 Grad, das hat für mich nicht viel mit Kühlung zu tun. Und dafür müssen wir uns auf jeden Fall einen Kühler anfertigen lassen. Ne? Richtig. Und da müssen wir aber gucken, wer hier in Dortmunder Umkreis uns Kühler bauen kann, weil wir müssen einen Mischmasch aus diesen und diesen Kühler machen. So war es, glaube ich, richtig, weil wir haben überhaupt keinen Platz, um auch nicht die Front zu zerstören. Und ihr seht, wer Kenner gucken hin, seht schon, da haben wir schon ein bisschen was ausgearbeitet. Opel Monza. Habt ihr das Video gesehen bei Markus? Bestimmt. Habt ihr alle Videos gesehen zum Monza. Jetzt steht er hier und ich kann euch sagen, wir machen da auch ein Video drüber. Und ich kann euch sagen, der kriegt die volle Liebe von unserem Ralf. Oh,
Ich sehe gerade, sind wichtige Ersatzteile gekommen, ne? Ja. Passen die? Ja. Sehr gut. Dann zeigen wir das nämlich auch gleich in dem Video. Müssen wir weiterdrehen. Übrigens, Ralf, du kommst in der Community richtig Bombe an, weil du diese Reihe mit dem Opel Ascona, da kommt ja noch ein zweites Video, haben die richtig hart gefeiert. Aber da hast du auch einen guten Kommentator gehabt mit dem Julian, ne? Ja, ich brauche einen Moderator halt. Ein Moderator, weil ihr wisst, dass der jetzt... Guck mal, was sagst du eigentlich zu unserem neuen Anrufbeantworter? Du sitzt wie mit dem Handy unterhalten. Ist auch schwierig. Musst du denken, du telefonierst, machst du vielleicht so. Nee. Ja, das zum Thema. Ralf ist fleißig. Wo ist denn unser Patrick? Was machst du, Patrick? Ich versuche gerade was anzupassen. Du versuchst was anzupassen. Aber wenn ich bin jetzt so laut, dass du dann nichts mehr sagen kannst. Ja, das geht auch nicht. Ja, genau. Was passt du an? Ich unseren Schleppwagen durch ein bisschen die Seilwinde fernsteuerbar machen. Ach genau, wir wollen dass man das mit Fernlicht bedienen kann bei unserem Schleppwagen. Und da wir jetzt hier einen Elektrikass in der Wurst, in der Firma haben. Hau doch ein Ei drauf, keine Ahnung. Auch ein gutes Thema. Deutsche Papiere, Haarzulassung, alles an unseren 201er 190 2,5 Turbo Diesel ist erledigt. Muss ein bisschen Schweller schweißen, ein bisschen hier, ein bisschen da was. Blechteile mäßig haben wir das alles erledigt und er hat deutschen TÜV. Könnten wir rein theoretisch anmelden. Verwerter. So, wollen wir mal direkt ein bisschen Kameratest machen? Also ist auf jeden Fall cooler zu halten, ist wie in der Insta-Story mit dem Handy zu machen. Mit was fahren wir denn? Ich weiß nicht, wie weit ist es dann? Richtig weit, sollen wir mutig sein? Da ist nicht viel Strom drin. Na komm, ich guck mal eben, was der Jan macht. Das ist ja vielleicht auch mal interessant. Ich sehe hier einen Gespann stehen. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, ein Golf. Oh, der läuft aber unruhig. Kann ich das erstmal vorab, kann ich das zeigen in dem Video, das Auto? Wenn die Leistung nicht gezeigt wird, ja. Wenn was nicht gezeigt wird? Leistung. Wenn die Leistung nicht gezeigt wird. Seht ihr, jetzt habt ihr das live mitbekommen. Nicht alle Leute wollen halt gefilmt, aber das Auto kann ich zeigen. Das Auto kann gezeigt werden. Der läuft aber sehr unruhig, ne? Ist das 16V, 8V? 8V. Querstromkopf? Nee, Heißluftdrossel und so weiter. Ja, da muss man mal einen Blick unter der Haube einmal, können wir mal drunter gucken, ne? Kannst du mal einmal die Haube aufmachen, Jan? Oh, interessant. Mittelluftmassenmesser. Wir haben hier in Prüfstandsraum gerade 31,5 Grad. Bei einem Saugmotor nicht ganz so schlimm. Aber ihr habt es ja auch vorhin im Video gesehen, bei einem Turbomotor macht mir so eine Haustemperatur natürlich schon der ein oder anderen Ansaugluft Schwierigkeit. Aber beim Sauger brauchst du dir keine Gedanken machen, da wird gleich volle Leistung anliegen, die du dir hoffentlich auch erwünscht. Okay. Viel Glück dazu. Danke. Ab in unseren Profi. So, 60% fahren wir hier in Dortmund los. Mal gucken, mit wie viel wir ankommen. Ich kann euch auch sagen, zu dem Auto wird es auch noch ein eigenes Video geben. Das haben wir nämlich schon gemacht und das ist beim Mike im Schnitt. Und ihr habt euch dazu gewünscht, Reichweite, ja, wie man das Auto bedienen kann, wie man es benutzen kann. Und ihr seht, wir benutzen ihn hier sehr oft. Ich fahre damit aktuell jeden Tag nach Hause und zurück und bin oberglücklich mit. Also es macht einfach Spaß für... Ich finde es geil. Ich will euch nicht zu viel von dem Video wegnehmen, aber ich sage euch, das Video wird sehr interessant für die Leute, die sagen, naja, Oldtimer Elektro kann ja nichts taugen. Wartet ab. So, ich muss mich jetzt anschnallen und dann geht das hier auch. Geräuschlos los. Dann geht das hier einfach geräuschlos vom Hof. So, angekommen beim Verwerter. Hier kann man immer so schön quer auf dem Parkplatz einfach parken. Wir sind ganz schön mutig. Hier sagt ihr zwar noch 45%, aber ihr seht hier, sind beide Kontrollleuchten an. Aber das erläutern wir auch in dem Video zu dem Auto, weil diese Anzeige kann man wohl kalibrieren. Also wir können das in dem Falle nicht. Zum Thema Mercedes, was wir vorab vielleicht auch eine Hilfe brauchen könnten, wäre ein Kabelplan oder ein Kabelbaum. Schaltpläne, ja. Schaltpläne von C240 W202. Genau, richtig. Und für einen C32 AMG. W203. Wenn da jemand detaillierte Kabelbäume hat, weil das ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen, gerne bei uns melden. Am besten per E-Mail, glaube ich. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier auf dem Gelände auch was filmen dürfen. So, wir dürfen hier auf dem Gelände filmen. Und das Geile ist, hier sehe ich einen 202. Hier sehe ich einen E-Klasse, ist das, glaube ich. Und ich habe gehört, SLK könnte auch mit 202 was passen. Aber was wir jetzt hier brauchen, habe ich noch unsere gute alte Legia mit, das zeigen wir natürlich in dem Mercedes-Video. Also, wir sind hier auf Shopplatz durch. Drückt uns die Daumen, dass wir gleich wieder zurückkommen. Das zeige ich euch natürlich. Also, bis gleich. Jetzt schnappe ich mir die andere Kamera. So, wir sind angekommen in der Halle 77, Julian.
Ja. Ja. Gott sei Dank. Aber auf den letzten Drücker. Ich kann euch sagen, die Reservelampe geht zu spät an. Ihr denkt jetzt, wir haben noch 30% Akku. Dem ist aber nicht so. Aber wie gesagt, seid gespannt über das Video. Der braucht jetzt auf jeden Fall erstmal Strom, der Kollege. Aber wir waren erfolgreich, ne? Ja, ja. Wir waren shoppen. Das heißt also, unser W202-Projekt kann natürlich gut weitergehen. Der nächste Tag, wie ihr seht, in der Werkstatt hat sich nicht viel verändert. Hier unten liegen, ja, Julian, bist du der Kabelstrapse, Mann? Ja, der Kabelstrapse. Klappt denn dein Projekt gut? Ja, jetzt wieder. Monster ist in Mache, seht ihr. In der Werkstatt gibt es also nicht viel Neues. Was wir aber zeigen können ist, Nadine ist ja da, heute. Oh, guck mal, da merkt man zum Beispiel, die Kamera braucht eine Weile, habt ihr das jetzt gesehen, bis sie das auffällt. Also diese Kamera ist ein bisschen träger. So, wir gehen von Dunkle jetzt ins Helle. Und guckt, Moment gewartet, zack, funktioniert das gut. Also hier müssen wir ein bisschen, ich sag mal auf Deutsch gesagt, mitdenken. Ey, wir haben übrigens, das muss ich euch noch zeigen, wir haben gestern was geschenkt bekommen. Nadine, du hast ja schon durchgelesen, ne? Ja. Ich guck mal, schon lustig, ne? Nadine, bei dir gibt es auch Neuigkeiten, ne? Ja, aber das... Nadine hat noch Kunden. Ja, hat auch Kunden. Das muss einen kleinen Augenblick warten. Ja, kein Problem. Ich weiß, was du uns zeigen möchtest. Ja, das hier, guck mal. Das will ich zeigen. Ja, erstens seht ihr ein neues T-Shirt mit Rückendruck. Ja, weil und ich, vorne da. Ich wollte ein bisschen Rückendruck haben. Ja. Nadine sagt, Rückendruck will man nicht. Da habe ich gedacht, komm, dann teilen wir uns das. Nadine hat das Ganze, also dieses T-Shirt ist jetzt mit vorne Druck, ne? Genau, und hinten Druck. Den Hintendruck, also aber, vorne und hinten. Aber? Das wäre ja nicht komplett, wenn ich nicht davon auch noch einen Hoodie hätte. Also, auch am Rücken, du musst das auch mal hier hin zeigen, da, vorne auf der Brust, den wird es nicht als Zipper geben, die Frage kam auch schon, und der Marco zieht das jetzt mal an. Bequem? Das sieht sportlich aus, Marco. Dreh dich mal um. Ja, der ist super. Cool, mir gefällt's. Finde ich schön. Sieht ein bisschen aus wie Flammen. Aber jetzt habt ihr auch eine Größenangabe. Ich trage 4XL, wiege aktuell bei 1,73 Meter, wiege aktuell 77 Kilo. Also das ist dann die Größe, also müsstet 4XL nehmen. Spaß beiseite, ich bin 1,74, 1,75. Hm, der wird jeden Tag größer. Aktuelles Kampfgewicht, nein, das ist 1,74. Bei der Bundeswehrzeit war 1,77. Aktuelles Kampfgewicht 120 Kilo, müsst ihr euch, wichtig, 4XL. Also ich habe ja mehr Busen wie Bauch, ne? Ja, also ich sag mal liebevoll, du bist meine Eiskugel, weil deine Beine sind dünn. Das sieht aus wie so ein Hörnchen mit einer Kugel drauf. Wir verabschieden uns jetzt von diesem Werkstattalltag. Ach, noch kleine Frage habe ich noch. Was hast du zu Bockhorn gesagt? Oder was sagst du Bockhorn? Mega geil. Also es war sehr Mercedes-lastig, aber das ist nicht schlimm. Die Leute super nett. Beim nächsten Mal müssen wir mehr auf dem Parkplatz achten, weil da standen so geile Einhörner dazwischen. Ja, du wirklich. Hast ja wirklich die Kamera genommen. Ich hab's versucht, auf dem Rückweg, ne? Aber ich sag ganz ehrlich, ich würde da gerne nächstes Jahr wieder hinfahren. Ich auch, bin ich auch dabei. Und das nächste Jahr würde ich aber auch gerne mehr auch von der Nordsee sehen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, war so toll, das war so schön. War wirklich toll, aber was uns auch schwer gefallen ist, muss man ja auch mal so sagen, wir haben uns das alles angeguckt und da eine Kamera immer mitzunehmen und das Ganze zu kommentieren? War halt nicht so einfach. Deshalb nimmt es sich so ernst oder nimmt es sich so übel, dass die Bockhorn nicht ganz so viel gezeigt haben. So, jetzt reicht es aber auch wirklich. Ich ziehe jetzt schnell den Pulli wieder aus. Bis zum nächsten Werkstattvideo in 2 Wochen. Ciao. Ciao.